Ein herzliches Willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Luzi und ich begrüße euch hier wieder zu einem Status-Update der DayZ Standalone. Und zwar heute, dem 16.02.2021, wurde eine neue Version des Games veröffentlicht, die 1.11. Dieses Update ist für den PC und auch für die Konsolenspieler verfügbar. Also am besten dranbleiben und gucken, was alles so neu ins Game reingekommen ist. Bevor wir zu den ganzen Bugfixes und Änderungen kommen, würde ich sagen, befassen wir uns erstmal mit dem neuen Content. Und zwar mit dem ersten Punkt, und zwar sind jetzt neue Flaggen ins Game gekommen. Das ist für euch Base-Builder bestimmt ganz interessant. Es gibt jetzt halt einfach zusätzliche Flaggen, die ihr quasi verwenden könnt. Was im neuen Update auch neu hinzugekommen ist bzw. geändert wurde, ist das zentrale Loot-System, zumindest im Bereich der Munition, Waffen und Magazine. Es wurde ein großer Ausgleich zwischen der Anzahl der verfügbaren Magazine und Munition geupdatet. Das wurde aufgrund der früheren Version so angepasst, da das Loot-System bei der Munition und den Magazinen sehr gesättigt war. Also sprich, es wurde jetzt halt angepasst, dass nicht mehr so viele Magazine spawnen oder halt nicht mehr so viel Munition, sondern es wurde halt ausgeglichen, dass gleich viel Munition und gleich viele Magazine spawnen, und so hat man jetzt quasi einen Ausgleich geschaffen. Zu diesen Änderungen gab es natürlich auch eine neue Waffe in diesem Update, und zwar heißt die Waffe Swall. Swall heißt auf Tschechisch übersetzt Muskel. Die Waffe kann an Heli-Crash-Sites gefunden werden und das natürlich auch auf Livonia und Tschernarus. Die Swall ist vom vorhandenen VSS-Gewehr abgeleitet und verwendet 9x39 Munition mit integriertem Suppressor bzw. Schalldämpfer und wurde für Nahkämpfe modifiziert. Außerdem können eine Taschenlampe und universelle Visiere, also die Visiere aus den USA, aus den westlichen Ländern, angebracht werden. Des Weiteren wurde auch ein neues 20-Schuss-Magazin für die 9x39 Munition hinzugefügt, das sowohl mit der Swall als auch mit der VSS verwendet werden kann. Abschließend zu den Waffen-Updates wurde auch die Signalfackel ein bisschen angepasst. Es wurde sich anscheinend von der Community gewünscht, dass die Fackel nun langsamer nach unten fallen soll. Dies wurde nun geändert. Das war's zumindest mit dem neuen Content. Kommen wir jetzt aber zu den kleinen Änderungen bzw. zu den großen Bugfixes, die wir uns sehnlichst gewünscht haben. Kommen wir zum Bugfix Nummer 1. Und zwar sollen Infizierte nicht mehr in die Spiele reinglitschen können. Ich meine, man kennt's, man boxt mit dem Zombie, auf einmal ist der Zombie in dir drin, du kannst ihn nicht mehr treffen, aber er hittet dich noch. Dies soll nun behoben worden sein. Der nächste Fehler, der behoben wurde, dürfte unsere Rennfahrer sehr freuen. Nämlich das Aussteigen aus Autos hatte sich auch im letzten Update als schwierig erwiesen. Einige Spieler sind beim Aussteigen zum Beispiel zufällig auf das Dach des Autos teleportiert und das wurde nun endlich behoben. Man kann jetzt also wieder ganz normal ins Auto einsteigen und aussteigen, ohne dann irgendwie auf dem Dach oder unterm Auto oder, keine Ahnung, 20 Meter vom Auto weg zu spawnen. Der nächste kleine Fix dürfte unsere Anglerfreunde sehr freuen, denn ab und zu ist es vorgekommen beim Angeln, dass auf einmal die Aktion einfach abgebrochen wurde, ohne Grund. Dies wurde nun auch behoben. Was man außerdem noch machen kann, das freut unsere Gärtner bestimmt, man kann jetzt das gebaute Beet auch wieder entfernen, und zwar einfach mit der Schaufel. Außerdem wurde der maximale Wärmebereich für den Kamin ebenfalls angepasst und bietet nun einen konstanten maximalen Wärmebonus innerhalb eines etwas größeren Radius, wodurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass sich ein Spieler beim Aufwärmen am Feuer sich verbrennt. Und da sind wir auch schon leider am Ende angekommen. Mehr Änderungen gab es hier nicht, beziehungsweise die kleineren Bugfixes findet ihr in der Videobeschreibung dann unter dem Link. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für alle, die bisherhin geguckt haben und auch das Video bewertet haben. Vielen, vielen Dank. Könnt mir gerne eure Erfahrungen des neuen Updates natürlich auch wieder in die Kommentare posten. Ich bedanke mich sehr fürs Dasein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream auf Twitch, auf meinem Zweitkanal oder auf Discord. Und würde ich sagen, euch noch einen schönen Abend. Ich bin erstmal raus, Leute. Und vergesst nicht, den englischen Artikel findet ihr in der Videobeschreibung von Bohemia. Den deutschen werde ich euch noch machen, übersetzen und dann findet ihr den auch in der Videobeschreibung bei weplayforyou.de, Leute. Bis dann und tschüss.